Dankeschön. Herzlichen Dank. Dankeschön, meine Damen und Herren in München. Grüß Gott und willkommen und grüß Gott und willkommen auch zu Hause zur 68. Ausgabe der Pyramide. Sie, meine Damen und Herren und ihr, liebe Kinder, Sie und ihr kennen oder kennt das Spiel. Es geht um Worte und Begriffe. Es geht um viel Geld, das lediglich der Zuschauer gewinnen kann. Wir haben jeweils einen Prominenten, dazu eine Zuschauerin, eine Prominente und dazu einen Zuschauer. Beginnen wir doch bei ihr, bei der Zuschauerin. Sie kommt aus München, ist Fremdsprachenkorrespondentin, tut viel für den Fremdenverkehr dieser Stadt durch ihre Sprachen. Sie heißt Gabriele Popp. Und dazu kommt ein Mann, den Sie beispielsweise kennen aus dem Tatort, der Kommissar Stöver, den Sie kennen. Und er ist nicht nur als Tatortkommissar ein Liebling von Millionen, sondern Liebling Kreuzberg, liebt eigentlich alt und jung. Und auf Achse ist er mit dem LKW auch. Zu Gabriele Popp, unserer Zuschauerin, kommt Manfred Krug. Liebe Frau Popp, freue mich, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Ich habe eben gesagt, Sie tun viel für Ihre Stadt, denn Sie sind beim Kongresszentrum. Sie tun etwas vor allen Dingen für Menschen, die aus anderen Ländern kommen. Und wenn Sie jetzt gerade dabei sind, bei den anderen Ländern oder ich dabei bin, dann wäre es ja eigentlich ganz schön, Sie sprechen Französisch? Am liebsten. Italienisch? Auch. Wir haben ein Land, das direkt an unseres anschließt. Wir haben viele Gäste in Frankreich, im Elsass beispielsweise, die immer wieder sagen, ihr begrüßt alle. Nur uns im Elsass vergesst ihr immer. Wollen wir das heute einmal in Französisch machen? Gleich so direkt? Ja, gleich direkt. Frau Popp, da ist die Kamera. Nein, da ist sie. Da ist sie. Sekunde, also, da ist sie. Mesdames et messieurs, je suis très content d'être ici ce soir et je souhaite la bienvenue à tout le monde. Sehr schön. Und wir haben viele Gäste in unserem Lande, die für uns arbeiten und damit für Deutschland arbeiten, nämlich Italiener. Wir sollten auch die begrüßen. Signore e signori, sono molto contenta di essere qui stasera e la benvenuto a tutti. Fine. Toll, ne? Toll. Ich liebe es ja, wenn Menschen Sprachen sprechen. Meine Frau ist auch so begabt. Ich sage da immer jedes Mal, was hat er gesagt, wenn sie mit einem Franzose oder einem Spanier spricht. Ich bin noch nie in meinem Leben eifersüchtig oder neidisch gewesen. Diese Krawatte, Manfred, die bringt mich um den Verstand. Die ist wirklich schön. Wo kriegt man sowas her? Da sind Sie wirklich der Einzige. Die Kostümbildnerin hat eben die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Die habe ich aus Thailand mitgebracht. Ein Seidenstück aus Pizzanulok. Ah ja. Neulich haben wir uns gesehen, Manfred, da waren Sie auch in der Sendung Berlin 750 Jahresfeier. Da hatten Sie auch so ein ungeheures Ding rum in Schwarz. Ja, die war noch viel gemeiner. Er liebt solche Krawatten. Falls Sie solche zu Hause haben sollten, schicken Sie sie doch ganz einfach an Manfred Krug. Was jetzt passiert? Vor allen Dingen breit müssen sie sein. Ja. Müssen eigentlich von heute sein. Altmodisch, hässlich, breit. Darf ich bitten, dort oben Platz zu nehmen? Jawohl. Bitte schön, Frau Popp. Meine Damen und Herren, auf der anderen Seite kommt ein Schätzchen. So heißt auch eine ihrer erfolgreichsten Sendungen. Die Aktuelle Stunde bei den Kollegen des Westdeutschen Rundfunks. Dort hat sie 400 Stunden live gemacht. Und die Sendung Extra Tour bei Radio Bremen ist ebenfalls eine Sendung, über die man viel diskutiert. Eine charmante Kollegin, Marianne Schreinemakers. Dazu kommt unser Zuschauer, der aus München kommt und heißt Georg H. Saller. Hast du Lampenfieber? Nein. Nein, überhaupt nicht. Mal vor den Niederlanden zu kijken. Es ist guten Abend, meine Damen und Herren. Ich kann ein klein bisschen Niederlands praten. Nun bist du international. Das hast du schön gesagt. Ja. Ist dir eben was aufgefallen? Nee, du hast Marianne gesagt. Richtig. Aber ich höre auf alles. Bei dem Namen bist du dran gewöhnt. Ist das wahr? Ich krieg Post, Martha Schreiner, Frau Schleiermacher. Alles.
Bis ich den mal als Kind schreiben konnte, das hat schon sehr lange gedauert. Und insofern habe ich sehr viel Verständnis dafür. Aber jetzt weißt du ja, dass Margarete, ich Margarete heiße. Ich wusste es doch schon lange. Ich wollte nur sehen, ob du oben wirklich Lampenfieber hast und das merkst. Ich habe nur du Georg fixiert, weil wir raus Georg. Müssen, ja. Ach, ihr duzt euch schon? Ja, wir sind schon... Heute Nachmittag kennengelernt und schon duzt ihr euch. Das geht Georg H. Punkt. Wo kommt das H her? Unterscheidet den Junior vom Vater, der hieß auch Georg. Aha, und was heißt das H? Herbert. Man kann, und das finde ich ganz interessant, man kann bei ihm, wenn sie einen Geburtstag haben, kann man jetzt etwas Gereimtes bestellen. Ja. Aha. Fällt Ihnen jetzt, das ist böse, was ich jetzt sage, ist ganz schlimm, aber vielleicht fällt Ihnen was ein, so ganz spontan auf diesen sehr einfachen Namen Schreinemarkers, okay. Auf Margarete. Oh Gott. Auf Margarete vielleicht und auf die Sendung irgendwas, was so ganz spontan kommen könnte. Schreinemarkers heißt die Dame, die mit mir um Worte ringt. Für Quirligkeit steht dieser Name. Ich hoffe, dass er Geld einbringt. Hui. Da bin ich sogar sprachlos. Wir beide sind sprachlos. Das kommt eigentlich selten vor, nicht? Margarete, darf ich bitten dort? Herr Saller, bitte auch. Sie wissen, meine Damen und Herren, es geht um Geld. Erste Runde 500, zweite Runde 1000, dritte Runde 1500, jeweils verdoppelbar in der Pyramide, in der sich die Prominenten anschnallen müssen und dennoch mit Händen und Füßen reden, wie das jedes Mal wieder vorkommt. Alle sieben durchgeraten, gibt 200 Mark extra. Da sind die Überschriften. An der Kreuzung, an der Grenze, an der Theaterkasse, im Wartezimmer, an der Bushaltestelle und auf der Reservebank. Liebe Margarete. Georg, Wartezimmer? Was heißt okay. Georg Wartezimmer? Ja, also der heißt Georg Saller und ich Wartezimmer. Ach, Fragezeichen. Ja, der Schirm steht falsch, ich drehe rum. Haben. Im Wartezimmer, also alles Dinge, bei denen man warten muss, die in der ersten Runde sind. Sie warten auf die erste Runde, dann geht's doch jetzt los. Achtung, fertig und... Ja. Das halte ich nicht aus. Oh. So, steigert sie da drauf. Ja, du schaffst meinen los. Infarkt. Wenn ich zum Arzt gehe, brauche ich einen Zettel, mit dem dann... Krankenschein. Ich blättere sie durch, liegen da haufenweise Zeitung rum. Und Illustrierte. Noch ein anderes Wort. Zeitschriften. Hat was mit, ja. Dann kommt eine Dame rein und fordert... Sprechstundenhilfe. Und sagt den klassischen Satz zum Patienten. Na? Der nächste bitte. Ja. Dann kriege ich vom Arzt ein Ding, wo drauf steht, was ich Rezept. Einnehmen muss. Ja. Dann stehen so hässliche Pflanzen da, die sind aus einem knallharten Zeugs mit Gummibaum. Großen Blättern. Dann kommt eine Dame wieder rein im weißen Kittel, die heißt... Schwester? Nein. Ah, Sprechstundenhilfe, ja. Sprechstundenhilfe. Also, Schwester Margarete. Schwester Margarete, ich muss jetzt wirklich, wenn ich ein Gummibaum wäre, ich wäre jetzt ganz beleidigt. Ein Gummibaum ist ein so wunderschöner Baum, wenn er wirklich in der Natur steht. Wenn du zwei Sekunden Zeit hast, ihn zu beschreiben, wird er schnell hässlich. Dem ist nichts hinzuzufügen. Gut, vom Gummibaum zu Manfred Krug. Ist ein unglaublicher Sprung, aber er ist gelungen. Manfred, was kann ich für Sie tun? An der Grenze. An der Grenze. Achtung, fertig, los. An der Grenze zeigt man den... Pass. Oder? Personalausweis. Oder ohne Personal? Ausweis. Genau. Und dann kommt man auch durch den... Zoll? Ja. Manche machen beim Zoll nämlich einen gewissen... Betrug? Ja, das heißt an der Grenze, wenn man Schmuggel? Waren... Ja. Und beim Schmuggeln kriegt man leicht... Feuchte Hände? Genau. Die habe ich auch. Und manchmal ist auch... Schranke? Ja, es ist hinten eine große Holzpflanze. Und Bauch. Vorne... hinten eine große Holzpflanze. Der rot-weiße Boing, Schlagbaum, der eigentlich überall offen sein sollte und freie Fahrt durch Europa sein sollte. Herr Saller. Probieren wir an der Kreuzung? Gut, hätte ich auch gesagt. Achtung, fertig, ab. Es ist nicht grün, nicht gelb, es ist... Ampel. Rotlicht. Farbe. Gelb. Nur die Farbe. Rot, gelb, grün. Ja. Man, wenn geknipst wird, macht man ein? Foto. Hm? Blitzlicht, Kamera. Und man zeigt einen? Vogel. Hm? Man drückt auf die... Hupe. Hm? Oh, nicht links wegfahrer, sondern... Rechtsabbieger. Ja. Man hat nicht, oh, rote Woge, sondern... Grüne Welle. Ja. Und wir zwei, wenn wir uns mögen, dann tun wir heißen ihn nicht. Heiraten. Nein. Wenn wir zwei uns mögen, knutschen, heiraten. Hast du mal eher was von Flirten gehört? Sie ist ja, schnell. Ja, nicht in zwei Sekunden. Sie ist schnell, heiraten. Ich kann auch da nichts dazu sagen. Du hast völlig recht, in zwei Sekunden kann man nicht flirten. Aber er hat das so nett gemacht. Ja. Gut, Frau Popp. An der Theaterkasse. An der Theaterkasse. Achtung, fertig, los. Was kauft man, die Eintritts? Karte. Mhm. Und wenn man es vorher bestellt, macht man eine? Vorbestellung. Nein, anderes Wort.
Ein Zimmer zum Beispiel muss man vorher? Buchen. Eine Buchung. Eine, Wenn ich ein Zimmer bestelle in einem Hotel, dann mache ich eine? Zimmerbestellungsansage. Wenn jemand sehr zurückhaltend ist, dann ist er? Sehr schüchtern. Ja, anderes Wort. Dann ist er sehr, diskret. Weiter. Weiter. Wo steht alles drin, was stattfindet? Im? Personal, was weiß. Nein. Da steht auch alles drin. Im Programm. Im Programmheft. Die Reservierung, Manfred Weiß, die Reservierung. Frau Popp, Sie können an der Stelle, wenn Sie merken, dass Ihr Partner nicht drauf kommt, können Sie weitersagen. Ja, ist mir noch nicht eingefallen. Klar. Ich sag's nur noch mal, dass Sie es wissen und beim nächsten Mal nicht so lange an einem Wort hängen. Margarete. Georg, Bushaltestelle. Packen wir's. Mache nichts ohne Georg. Georg, sie macht nichts ohne Georg. Achtung, fertig, los. Also wenn ich fahren will, dann muss ich, da zahle ich mein Geld ein, also da kann ich sitzen, ja, da kann ich sitzen drauf, bis der Bus kommt. Das heißt, nein, Haltestelle. Draußen an der Haltestelle ist ein Gerät, wo ich drauf sitzen kann. Ja. Dann rauche ich Zigarette? Ja. Dann, wenn es im Winter ist, dann kriege ich... Schuhe, Stiefel? Das ist also wirklich das Gegenteil von heiß, ja. Und da ist so ein Gebäude, gell, da kann ich mich reinsetzen, dass ich nicht nass werde. Warte, das heißt, dann kommt der Bus nicht und kommt nicht, dann hat er nämlich was. Und da ist ein Gefäß, wo ich meinen Ab... Oh, das war so toll, das wäre fast die 7 gewesen, fabelhaft. 16-5, es bleibt noch die Reservebank. Darf ich bitten, Reservebank, Achtung, fertig, los. Das ist ein Kleidungsstück, das man nur trägt, wenn man für den Sport übt. Trainingshose? Alles zusammen? Ja. Dann ziehen diese Dinger ein... Reißverschluss? Die ziehen so eine Tafel, anderes Wort für Tafel, oder... Eine Karte, gelbe Karte. Womit man im Krieg ein Schwert und ein... Schild. Ja. Und der Meister, der das mit den Jungen einübt, das ist der... Trainer. Ja. Und wenn man so, das ist... Kick. Also, 8 Punkte. 8 Punkte für Gabriele Popp und Manfred Krug. Und genau das Doppelte, nämlich 16 und damit bereits 500 Mark. Jetzt die Möglichkeit zu verdoppeln auf 1000 für Margarete und Georg Herbert. Apropos Trainer, was eben das letzte Wort war. Bei der letzten Sendung hatte ich bei der Ansage von Roland Kaiser, vom Kaiser von Franz Beckenbauer gesprochen und hatte gesagt, unser Bundestrainer, er ist natürlich Teamchef und nicht Bundestrainer. Ich habe da ein paar Briefe bekommen, dass ich das auch wissen müsste als Fußballfan. Ich bitte um Verzeihung. Aber er hat so oft auf der Bank gesessen, hat so oft mit uns gezittert. Für mich ist er ja fast der Trainer, nicht? Aber er ist es ja noch nicht. Du bist ganz schön nervös. Wolltest du flirten? Nee, also was wollte ich? Ich habe nur gefragt, ob du flirten wolltest. Ich wollte dir was sagen, was jetzt kommt. Ich finde das toll, wie du loslegst. Bist du immer so temperamentvoll? 45 Fieber. Mhm. Ja? Ständig? Ich bringe jeden Tonpegel. Ständig? Immer Vollgas? Ich spiele sehr gerne. Ja. Ja, ich bin ein Vollblutspieler. Dann wollen wir auch weiterspielen. Rein zusammengesetzte Hauptnach, rein in die Lasche natürlich. Zusammengesetzte Hauptworte, die einen Vornamen enthalten. Jetzt habe ich kein Beispiel. Doch, es fällt mir eins ein. Beispiel wäre das Wort Philosophie. Da ist ja der Vorname Sophie drin, nicht? Ach, Philosophie. Philosophie. Richtig, das wäre ein, aber so schwer ist das nicht. Also es ist immer ein Vorname darin verbraten. Ein Weitersagen geht in der Runde nicht. Wenn alles durchgeraten ist, sind es weitere 500 Mark für den Georg Herbert. Salah. Wie ein Knaller, Herr Salah, nicht? Achtung, fertig, los. Es fängt mit der Bibel an, da gibt es auch Moses? Eine Frucht. Nein, es fängt mit der Bibel an. Die ersten beiden Menschen, der Mann hieß... Apfel, Adam und Eva? Ja, und den Mann mit der Adamsapfel. Wenn du jetzt die Kante nimmst, die ich nicht bewegen kann, meines Arms, gell? Ja. Elle? Ja, ja. Ellen? Und dann gibt es eine Kurve dahinter, hinter Ellen, hast du schon gesagt? Ja. Dann gibt es eine Mäh. Ziege? Ja. Und wenn ich nackt bin, bin ich im was bin ich, wenn ich nackt bin? Konzentriere dich. Adamskostüm. Nein, ich bin doch eine Evas Frau. Evas Kostüm. Ach. Ja. Ich mit dem Mund. Ja, Alter. Mit dem Mund. Da. Mit dem Mund, ja. Ist doch was. Die Mundharmonika. Und da hast du Mund gesagt. Und wenn ich nackt bin, ist doch was. Bist du im Adamskostüm. Ja. Was hätten wir denn noch gehabt zum Beispiel? Ein Johannesfeuer. Aber es sind immerhin ist 550, schwer. 600, 650, 750 Mark. Na. Ist doch nicht schlecht, Herr Salah. Beruhigt.
Ja? Sag mal. Bist du zufrieden mit mir? Bis nach Hause komme. Bist du immer mit dir zufrieden? Kannst du wieder abschneiden? Ja, ist gut. Nicht immer. Bist du kritisch mit dir? Verschärft, ja. Also es gibt so Situationen, das ist natürlich, wenn man jetzt hier sitzt und erzählt, was völlig anderes, wie wenn man zu Hause sitzt und sich das Ganze nochmal anguckt hinterher. Die berühmte Aufzeichnung, jetzt auf die Arbeit bezogen, dann denke ich manches Mal auch, na, hast du denn da so unbedingt in den roten Bereich gehen müssen? Nicht politisch gemeint, sondern vom Drehzahlmesser her. Das ist halt das Temperament, nur das lässt sich schwer verwalten. Ich kann es sehr schwer zurücknehmen, wie du siehst. Wie reagierst du auf Kritik? Belustigt. Es gibt welche, die schreiben so nette Sachen, dass ich das Rumpelstilzchen im deutschen Fernsehen sein. Das finde ich einfach süß. Das ist hübsch. Ja. Aber wenn jetzt konstruktive Kritik kommt, denke ich drüber nach. Befasst du dich damit und sagst, das ist eigentlich gar keine schlechte Idee, die da jemand gehabt hat? Nein, das nehme ich schon ernst. Ja? Also es ist etwas, wo du dann auch in dich reinhören musst und überlegen musst, weil es gibt durchaus Punkte und dazu ist jeder Mensch auch schwach genug, Gott sei Dank, an denen man arbeiten kann. Nur ich glaube, insgesamt ist bei der Kritik, du hast ja auch mit Verlaub ein paar abgekriegt, die sind alle geschlagen worden, derzeit eine Gesamtniedermache angesagt. Und wenn ich das alles lesen und beherzigen würde, dann könnte ich nicht mehr vors Publikum treten. Und wahrscheinlich auch nicht mehr schlafen, nicht? Nee, könnte ich auch nicht. Wenn man also alles das, was man manchmal liest, das ist natürlich ungeheuer einfach, am Schreibtisch zu sitzen und negativ zu schreiben. Es ist ja sowieso negativ, und das wird jeder Kollege von der Presse sicherlich sofort zustimmen. Negativ schreiben ist sehr einfach, nicht? Negativ sprechen ist auch einfach, klingt immer ungeheuer intellektuell, nicht? Positiv zu sein ist was ganz anderes. Du bist durchgehend ein fröhlicher Mensch. Was für ein Sternbild bist du? Löwe. Glaubst du an Sternbilder? Ich habe mich da eigentlich nicht so mit befasst, also so ganz direkt nicht, ne? Wer passt denn zu einem Löwen? Ich hörte mal einen Widder, dem bin ich aber bis heute nicht begegnet. Sind Widder im Hause? Also im Hause nicht, aber ich meine zu Hause sicherlich. Nein, nein, das ist gar nicht so gemein. Was bist denn du? Ich bin Steinbock. Steinbock. Mhm. Und der passt zu was? Zu einer Jungfrau zum Beispiel. Und was ist deine Frau? Jungfrau. Ah. Aber bist du abergläubisch? Nee. Wenn dir vor der Sendung eine schwarze Katze über den Weg läuft, interessiert dich gar nicht. Du sagst, Wortschätzchen wird genauso laufen wie immer. Ob mit schwarzer Katze oder ohne schwarzer Katze. Toi, 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 weiterhin. Danke. So, nächste Überschriften haben wir da. Alles, was man beziehen kann, alles, was man ausschütten kann, alles, was man abreißen kann, alles, was man nicht unterschätzen sollte, alles, wo man gerne mittendrin aufhören möchte und alles, was man ausziehen kann. Wir ziehen jetzt an und ich frage Manfred Krug, er fragt auch erst. Was? Frau Popp, ich wollte es von ihm wissen, was hat er gesagt? Er hat gesagt, alles, wo man gerne mittendrin aufhören möchte. Aber nicht hier? Nein, selbstverständlich. Es geht um 1000 Mark, es wäre ein Wahnsinn, mittendrin aufzuhören. 1000 Mark und das noch verdoppelbar auf 2 und alle 7. Sie sucht ja auch so schwere Sachen, ne? Was geht aber? Ja, alles, wo man mittendrin aufhören möchte, aber ich weiß nicht. Achtung! Ich muss mich nicht anschnallen, nichts, ne? Nein, nichts. Nur ganz ruhig sein und erklären. Achtung! Das ist zu ruhig jetzt. Also. Das ist zu ruhig. Achtung! Fertig! Los! Etwas Irreales, das man nachts, wenn man schläft, hat. Ja, aber es drückt auf... Albtraum. Ja. Der längste Dauerlauf der Welt. Marathon? Ja. Was ich jetzt gerade mache, um schlank zu werden. Eine... Diät? Mhm. Auf dem Rummel diese... Achterbahn? Ja. Der Doktor. Der Doktor. Zahnarzt? Ja. Wenn alles wieder grünt und blüht, dann macht man sauber und das ganze Ding nennt man den... Frühjahrsputz. Ja, ja, aber das kam leider nach dem Klingelingeling. Margarete, drehst du den Schirm so zu dir, dass Herr Saller nicht reingucken kann? Wenn wir schon mal so eine nette Sendung zwischen Mann und Frau und das Thema Flirten haben, nehmen wir selbstverständlich alles, was man ausziehen kann, gell? Ja. Alles, was man ausziehen kann. Achtung, fertig, los. Das steht im Wohnzimmer, da stehen viele Stühle drumherum und das Gerät heißt, das in Schuhe. Länger bis zum Knie. Da kann ich dann, Hans Albers zum Beispiel, auf Akkordeon. Der Reeperbahn, wenn ich zu Bett gehe und es dunkel ist draußen, ziehe ich ein Gerät über, das ist eine Spezialkleidung für das Bett, das heißt... Pyjama, Schlafanzug. Ein anderes Wort noch mit der Dunkelheit dazu. Schlafhemd. Und dann nehmen wir das, was du trägst, die Nacht ist gut. Ja. Dann, wenn ich qualme, schraube ich Zigarette? Die... Ja. Zigarettenspitze. Zigarettenspitze. War schwer. So. Was sehen wir denn? Es geht weiter, Frau Popp.
Alles, was man ausschütten kann. Alles, was man ausschütten kann. Ich hoffe, viele Punkte für Sie. Achtung, fertig, los. Das, was man hier drin hat, was schlägt? Das Herz. Und Wasser ist in einem? Einmal. Gefäß. Mhm. Und da, wo man, wenn man schläft und muss mal, dann geht man auf den, steht unterm Bett. Topf. Ja, noch dazu. Mhm. Und wenn wir beide jetzt sehr gut sind, erhalte ich als Belohnung eine Summe Geld. Das ist der? Preis. Nein, das, der, Gegenteil von Verlust. Der Gewinn. Mhm. Und was kann man ausschütten? Kleines mit dem... Das Kind mit dem Bade. Und Bier aus dem, in Bayern? Kann man aus dem Maß ausschütten. Ja, aus dem Maßkrug. Aus dem Maßkrug. Da muss ja das Wort genau kommen. Maßkrug. Maßkrug war es. Der Krug. Herr Saller. Wir probieren alles, was man abreißen kann. Hm? Alles, was man abreißen kann. Dann reißt man schön runter. Achtung, fertig und los. Ein Gebäude. Haus. Hier Ding, ganzen Schädel. Kiefer, das Schädel. Wange, das Ganze. Kopf. Hm? So ein Zwirn. Faden. Hm? Wenn man hier mal muss und dann diese Rolle. Klopapier. Anderes Wort für Klo. Klopapier, Toilettenpapier. Ja. Hier das ein. Knopf, hm? Weg damit. Da, wo das Datum draufsteht, dieses Kalender. Ding. Ja, und dann noch ein. Kalenderblatt. Ja. Wenn ich an die Kasse komme, muss ich lösen. Eine... Ja, ja, ja. Margarete. Ach, das ist so gut. Das ist, Margarete, du kostest uns die Knete. Das hätte von Herrn Sanders kommen müssen. So, alles, was man beziehen kann und alles, was man nicht unterschätzen sollte. Manfred also, Krug. Lieber alles, was man nicht unterschätzen sollte. Ja. Dabei Achtung. Lernen wir ja auch was. Fertig. Los. Das Schwarze in den Zähnen. Diese schwarze Krankheit, diese schwarze... Karies. Ja. Hohe Geschwindigkeit. Schnelligkeit? Ja, anderes Wort, lateinisch. Tempo. Ja. Per 1000. Nein, schon weg. Ich habe einen festen... Willen. Ja. Und im Winter gibt's auf der Auto... Ja. Ein anderes Wort für Feind. Gegner. Ja. Ja, ist der Gegner. So, alles... Was man beziehen kann, bleibt noch. 11 Punkte zurzeit für Margarete und für Georg Herbert und 14 für Frau Popp, für Gabriele und für Manfred. Das heißt, 3 Punkte bis zum Gleichstand, 4 Siege und 7 Siege und 200 Mark. Alles, was man beziehen kann. Achtung, fertig, los. Ich nehme meine Möbel mit und beziehe eine neue... wenn ich mein Kind verhaue, dann kriegt es... Prügel. Ich lese jeden Tag, trinke Zeitung. Jeden Tag. Ich gehe ins Kaufhaus und alles, was ich da kaufen kann, das ist die... Beziehung? Nein, alles, alles zusammen. Das ganze Angebot ist ein... Ware. Da lege ich mich rein und penne für zwei Personen. Das kriege ich monatlich von meinem Chef in der Lohntüte. Gehalt? Im Sessel, wenn ich so versinke, dann sind das die dicken... Polster. 14 Punkte für Gabriele Popp und für Manfred Krug und 17 und damit auch die zweite Pyramide. Also weitere 1.000 Mark, die jetzt verdoppelbar sind auf die nächsten 1.000. Es geht um zusammengesetzte Hauswörter, die Tiere im Haushalt umschreiben. Also zum Beispiel ein Tier, das es nicht gibt im Haushalt, ist der Löwe. Aber du könntest irgendeinen Widder finden. Nicht, der auf jede Party läuft, dann wäre das ein Partylöwe, nicht? Ach so, verstehe. Ja, mhm. Und sowas haben wir da. Mhm. Oh, ja, 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 zum Bleistift. Darf ich einmal... Ja, ist das 290. Das ist ungeheuer. Das ist aber relativ wenig. Ja? Das ist relativ wenig. Du hast schon 4 Tore geschossen und bist immer noch ganz ruhig. Also ich kenne da meinen Freund Klaus Weising, wenn der ein Tor schießt, ist der Puls höher. Ein fabelhafter Fußballer nebenbei gesagt. So, du bist angeschnallt. Ja. Gut. Achtung. Tiere. Fertig. Im Haushalt. Los. Wenn ich mir was vom Rind hole, dann drehe ich durch einen... Wolf. Na, davor noch etwas. Durch einen, was für einen Wolf? Wenn ich an Süßes rangehe, bin ich eine... Miau, miau. Wenn ich mich dreckig mache, wie sonst was, dann Dreckbär. Bin ich... Der, nein, ein anderes Wort für Dreck. Schmutzfink. Ja. Wenn ich meine Wäsche... Ah! Kann ich mal wenn ich meine Wäsche...
Die Wäschespinne. Könnte sie mich rausfangen? Nein, die Wäschespinne. Georg, ich hab mal... Was wäre denn noch Schönes gekommen? Wir hätten noch die Leseratte gehabt. Und die Schnapsdrossel. Na, also. Wäre auch noch gekommen. Ich dachte es nicht. Auch nicht schlecht, okay. Nee. Aber ist doch toll. Hab zurzeit 2250 Mark. Meine Damen und Herren, wir kommen zu unserem Showbeitrag. Und da kommt ein Mann zu Ihnen, der beispielsweise einen Titel zusammen mit Christian Bruhn geschrieben hat, sein erster großer Erfolg. Marmor, Stein und Eisenbricht. Der für einen anderen geschrieben hat, jenseits von Eden, denn er schreibt nicht nur für sich selber. Das Herz-an-Herz-Gefühl ist ebenfalls ein Titel, der Herz hatte und Herz zeigte. Tief unter meiner Haut geht eigentlich jedem, der Musik gerne hat, musikalisch unter die Haut. Auch das stammt aus seiner Feder. Oder auch ein Titel wie Mama Leone. Ein großer Erfolg, von dem selbst Kollegen im Rundfunk behauptet haben, das sei ein italienischer Schlager. Deutscher Machart müsste ich hinzusetzen. Wenn ich alles das gesagt habe, ist das nur ein Teil von dem, was er geschrieben hat. Er ist wirklich ein Vorreiter für den deutschen Schlager. Drafi, Deutscher. Wenn sein Kind nicht mehr lacht wie ein Kind, dann sind wir jenseits von Reden. Wenn wir nicht fühlen, die Erde sie weit wie kein anderer Planet, dann haben wir umsonst gelebt. Wenn alle dann sind wir jenseits vor Reden. Wenn man für Liebe bezahlen muss, nur um einmal zärtlich zu sein, dann haben wir umsonst gelebt. Tief unter meiner Haut, da lebt die Angst, dich zu verlieren, denn ich weiß ganz genau, ohne dich bin ich hilflos und leer. Ja, tief unter meiner Haut brennt diese Angst in meiner Seele, und ich weiß, ohne dich würde ich selbst in der Sonne. Mama Leone, tu musst an Englisch.
Schon tolle Titel, nicht? Die der, oh ja. Die der Junge geschrieben hat. Ja, ich wusste auch nicht, dass Mama Leone von Drafi Deutsche ist. Ich dachte auch, das ist ein italienisches Lied. Ist von ihm. Vino hat das gesungen bei uns. Aber der Manfred Krug, das wäre ein guter Übergang eigentlich, ist ja, wie wir festgestellt haben, ein fabelhafter Sänger, was er eigentlich viel zu wenig macht. Ja. Nee, die nehmen das jetzt einfach so auf die leichte Schulter und machen jetzt einen Weg drauf. Ich mach das, ich nehme das überhaupt nicht auf die leichte Schulter. Andere nehmen das auf die leichte Schulter. Ich äußere hiermit eindeutig und klar, wer von mir ein Lied getrellert haben will, kriegt es sofort getrellert. Gegen Bezahlung natürlich. Klar. Aber es kommt ja kaum mal einer. Vielleicht wacht langsam jemand auf. Hab auch kaum Zeit, ehrlich gesagt. Manfred Krug, Sie machen Tatort. Sie machen Liebling Kreuzberg. Da kommen jetzt weitere 20 Folgen, nicht? 13, nicht immer übertreiben. Na gut, ich habe die nächsten 7, die ich geheim gehört habe, schon draufgelegt, die garantiert danach kommen. Wenn man Sie als Rechtsanwalt sieht, dann habe ich immer das Gefühl, und das geht, glaube ich, nicht nur mir so, dann ist das ein Rechtsanwalt mit sehr viel Herz. Dann ist das nicht ein Schauspieler, der das spielt. Wenn Sie ein Kriminalkommissar sind, dann sind Sie der Kriminalkommissar und nicht ein Schauspieler, der das spielt. Was ist für Sie größer, Begabung für einen Schauspieler oder das Lernen? Das Lernen von Text oder das, nee, Lernen, das Lernen des Berufs? Des Berufes, die Schauspielschule. Oder ist die Begabung, die man in die Wiege gelegt bekommen hat, prozentual höher einzuschätzen? Also, wenn ich ehrlich sein soll, ich glaube, den Beruf lernt man am besten, indem man ihn ausübt. Und die Begabung, das ist sicher nur ein Kern, ein kleines Ding, was man damit gekriegt hat. Aber was zur Begabung dazukommt, das ist eigentlich zu kapieren, womit man am besten zur Wirkung kommt, womit man am besten bedient ist. Wenn man immer was anderes machen will als das, was man eigentlich selber ist, wenn man sich dauernd verstellen will und so tun, als ob, dann ist man in einem Medium, in dem ein Kopf so groß sein kann, oder auf der Filmleinwand kann ja auch ein Nasenloch so groß sein, dann ist man da schlecht bedient, dann merken die Leute, dass man nicht echt ist, nicht wahr ist. Deswegen verstelle ich mich möglichst nicht. Das heißt, Sie sind so, wie sie menschlich sind, wobei es ja völlig verschiedene Rollen sind. Der Fernfahrer beispielsweise auf Achse ist wieder völlig anders als sicher, der Schäfer. Sicher wird der Fernfahrer anders sprechen und sich anders bewegen und andere Gesten haben als ein Rechtsanwalt. Aber im Grunde, im Prinzip, sage ich mir, wenn ein Rechtsanwalt nicht so sein kann, wie ich nun mal bin, also nehmen wir mal an, ich wäre zu blöd, um ein Rechtsanwalt zu sein, oder zu grob, um ein Rechtsanwalt zu sein, dann soll der Regisseur doch einen anderen Schauspieler besetzen, der dichter dran ist. Aber diesen Weg dahin zum Stimmigen zurückzulegen und dann erst anfangen zu arbeiten, das halte ich für unsinnig. Das dauert zu lange. Ja, und da ist die Hälfte schon weg von der Power. Mhm. Das heißt, Sie lassen sich nicht vergewaltigen von irgendeinem Regisseur? Das würde auch kein Regisseur machen. Ein Regisseur soll ja das nutzen, was vom Schauspieler kommt, und soll den Schauspieler nicht brechen und nicht beeinträchtigen. Ich muss meine Zeit jetzt nutzen, wenn ich auf die Uhr gucke. Wir haben die nächste Runde. Ja, es geht um 1500 Mark. Alles das, Frau Popp, 1500 mal 2.000, 3.000, ach, nicht? Könnt ihr noch alles, ist alles drin. Was haben wir denn da? Aufstrebende Berufe, völlig unauffällig, nicht zu übersehen, Vorsicht, Verräterisches und am besten vergessen. Das sollten wir dann jetzt nicht, sondern wir sollten sagen, was darf es denn sein? Nicht zu übersehen. Nicht zu übersehen? Nicht zu übersehen, so wie ihr. Genau. Die kann man gar nicht übersehen, nicht? Fertig. Ja? Ach so, sehr gut. Ja, also er sagt es jetzt selber. Achtung, fertig, los! Dieser bunte, große... Regenbogen? Ja. Beim Fußball der schwarze Mann. Schiedsrichter? Ja. Die Leute mit diesen Wahnsinnshaaren und... Tanker? Ja. Am Auto das Ding, was anzeigt, dass das Auto kaputt ist und steht. Alle Viere. Warnblinker? Ja. In Paris der große... Eiffelturm? Ja. Das große Vieh mit vier... Mit Elefant? Dem ja. Ein Kosewort für einen Lastkraftwagen. Der Brummi. Und die Brummifahrer auf den Autobahnen, wo ich so oft gesagt habe, den Pkw-Fahrern, Kinder, wenn ihr merkt, dass der raus will, blinkt doch einmal kurz auf und blinkt rechts und zeigt ihm, dass der raus kann. Wenn der mit so einem riesen Brummer da am Berg hängt und wirklich nur mal raus kann, Pkw-Fahrer hängt sich dazwischen. Ein bisschen gegenseitig Rücksichtnahme auf den Autobahnen ist, glaube ich, manchmal ganz gut. So, Margarete. Vorsicht. Vorsicht. Ja. Es geht los. Also, Herr Saller, Vorsicht. Gleich greift sie wieder an. Achtung, fertig, los. Es ist eine Mause. Falle.
wenn ich mit dem Wagen fahre, plötzlich auf der Straße so eine Untiefe, da macht es. Und was ist das? Sag doch. Ein Mensch, der an mir vorbeikommt, mir in meine reinfasst und was klaut. Er fasst hier rein. Schau hier fasst er rein. Taschendieb. Ja. Es kommt vom Hang runter, es ist weiß, hat mit dem Winter zu tun, kommt nur im Winter vor und Schneelawine. Ja, und ohne Schnee. Lawine. So ein räudige Kröte, die hang und beißt in die Wade. Ich, Köter! Fast. Hund, lass mal Hund. Weg. Es kommt. Eine räudige Kröte. Also bei einer Kröte wäre ich auch nicht auf Hund gekommen. Margarete. Was war denn das? Margarete. Ein räudiger Kröte. Margarete, räudig, du Krete. So, das ist doch ungeheuer von Kröte auf Hund. Ja. Frau Popp. Am besten vergessen. Am besten, ja, finde ich auch. Am besten vergessen. Achtung, fertig, los. Wenn zwei sich uneins sind, haben Sie einen? Streit. Mhm. Und Gegenteil von Jugend? Alter. Mhm. Und was machen die Tratschtanten? Tratschen. Ja, und anderes Wort klingt so ähnlich. Die Spalten in der Zeitung, wo das drinsteht, das sind die? Klatschen. Ja, nur das Hauptwort? Klatsch. Ja. Und was kommt vor Sonnabend? Freitag. Mhm. Und eine Unglückszahl? 13. Und, ja. Freitag der 13. Mhm. Und was habe ich noch nicht im Gesicht, aber bald, wenn ich älter wäre? Hier? Runzeln. Ja, Falten. Wort. Ja, Falten kamen noch. Die Falten kamen noch. So, nächste Frage an Herrn Saller. Herr Saller, sagen Sie. Versuchen wir Verräterisches? Verräterisches. Oh, Achtung, fertig, los. Das klebt auf dem Hemd, ja. Hier ein Print. Fingerabdruck. Das duftet. Parfum. Ja. Alkohol. Macht eine Fahne. Ja. Nicht schwarzes, sondern. Graue Haare. Helles, hell, nicht grau. Weiße Haare. 17 Jahre. Blondes Haar. Ja. Hier habe ich dunkle. Ränder unter den Augen. Wie heißt das Ding? Augenringe. Ja. Und ein flottes. Grinsen. Ja! 11:11. 11:11. Manfred Krug. Manfred, völlig unauffällig oder aufstrebende Berufe. Völlig unauffällig. Völlig unauffällig. Achtung, fertig, ab. Ein Typ, der die Verbrecher entdeckt. Detektiv? Ja. Und manch einer, damit er nichts sagt, kriegt ein... Einen Wink? Hinweis? Das hier? Schmiergeld? Ja. Eine kleine Pflanze, die auf einem großen Wall steht und ganz einsam ist. Ein Blümchen? Ja, aber vorher ist noch der große Wall noch, der große Berliner... In Berlin ist diese große, geteilt die Stadt durch Mauerblümchen. Ja. Ah, das Mauerblümchen. 14:11, 3 Punkte bis zum Gleichstand, 4 bis zum Sieg, 7. Bis 200 Mark zusätzlich. Aufstrebende Berufe, Achtung, fertig, los. Er steht im Restaurant hinten in der Küche. Kellner, Koch. Und putzt das Geschirr. Kellerwäscher. Im Flugzeug, die Notausgänge befinden sich vorne hinten an den, wie heißen die Damen in den Röcken? Stewardessen. Ja. Jemand, der also ganz nach den Sternen greift und angibt wie Schwein. Traumtänzer. Das ist dann, nein, ein, also das Gegenteil von tief. Hochstapler. Ja. Dann jemand, der in einer schicken Kleidung durch den Kosmos fliegt, ist ein NASA. Mhm. Was Astronaut. Ja. Und dann jemand, der dir erzählt, dass er gerne mit dir die Ringe tauschen möchte. Und ja, auch da hat es nicht sollen sein. 14 Punkte für Gabriele Popp und Manfred Krug. Und einen mehr, 15 für Margarete Schreinemakers und für Herrn Saller. Und da drüben kommen für alle Punkte 20 Mark. Das ist neu, dass sie nicht... ganz ohne was nach Hause gehen. Die Gesamtpunktzahl sage ich später, weil wir die ja immer dabei haben, meine Damen, meine Herren, liebe Kinder, weil es ja darum geht, am 22. August dabei zu sein mit der höchsten Punktzahl. Physikstunde für Anfänger, zusammengesetzte Hauptworte, die ja doch nur zu einem Teil aus dem Unterricht sind. Beispielsweise Pol gehört dazu, Monopol ganz sicher nicht. Ein Widerstand gehört zur Physikstunde, ein Widerstandskämpfer sicherlich nicht. Alles klar? Mhm. Achtung. Ist der Oberbegriff? Fertig. Physik. Alles, was aus der Physikstunde stammen könnte. Achtung, fertig, los. Es ist also rauchförmig, kommt aus einem Kessel. Das ist jetzt das zweite Wort. Ja, das zweite Wort. Und vorweg unser Bundeskanzler. Kohldampf. Dann ist durch eine Hand erzeugt. Oh, ich habe hier eine. Entschuldigung, ich hatte das nur auf. Ich war nicht verkabelt. Ja, was? Sorry, ich hatte die Hände nicht drin. Ich wollte nur auf die Hände aufmerksam machen. Die waren nicht in den Laschen. Tja. Jetzt ziehe ich das noch, es ist schade, aber es war ja die Hände. Deswegen. Hände war ja gesagt, nicht? Ja, weil ich die nicht. Dann können wir auch wieder reinfahren. Dann können Hand wir auch wieder zurückfahren. Und wo haben wir denn die Blumen? Herr Müller, zeigen Sie doch mal. Der Herr Müller gibt mir immer so nett die Blumen. Dankeschön. So, ich bedanke mich sehr herzlich. Und Sie haben auf jeden Fall 720 Mark.
Denn 36 Punkte waren dies. Und jetzt gehe ich noch einmal ganz schnell hier runter und sage Ihnen, 48 sind da, 44 waren zu töten. Dies bedeutet, dass Herr Saller auf jeden Fall zurzeit dabei wäre, wenn jetzt schon die vorletzte Sendung wäre vor dem 22. Das heißt, Herr Saller mit 48 und Frau Kahlert mit 44. Und 36 Punkte hatte Frau Popp, mal 20 Mark sind 720 Mark. Drafi Deutscher war auch dabei. Und schön war es, dass Sie dabei waren, meine Damen und Herren. Guten Abend, auf Wiederschauen und ein schönes Wochenende bis zum nächsten Mal. Und am Donnerstag sehen wir uns wieder zur Sendung. Ihr Einsatz bitte aus der Stadthalle in Bremen. Vielleicht sind Sie dabei. Karten gibt es in der Stadthalle in Bremen. Guten Abend, auf Wiederschauen, alles Gute. Tschüss.